Ja, jetzt zeige ich euch mal ein bisschen Cuphead. Das zocke ich mit meinem Xbox 360-Pad. Und tatsächlich läuft das Spiel auf meinem Desktop, gestreamt auf meinem billiges China-Tablet hier mit der Hilfe von Parsec. Einer Software im Sinne von Nvidia Experience oder auch Steam In-Home Streaming, welche es erlaubt, im LAN und sogar übers Internet die Spiele von einem potenten PC auf einem weniger potenten Gerät wie einem Tablet oder auf einem Smartphone zu streamen und dort zu zocken. Das Ganze funktioniert relativ latenzfrei, sogar übers Internet habe ich das schon bei Freunden ausprobiert mit meinem T420 Laptop, ThinkPad und ja, das Einzige, was wirklich benötigt wird, ist ein guter Rechner. Egal jetzt, ob mit Intel oder Nvidia-Grafik, mit AMD oder Nvidia-Grafik. Zum Encodieren reicht tatsächlich auch Intel-Grafik und ja, die Entwickler versprechen, dass es Cross-Plattform wird. Also ihr könnt es auch zumindest auf Linux-Rechnern und auf Tablets und Smartphones streamen in Zukunft und auch auf Apple-Computern. Anbieten tun sie auch, dass man es über Cloud-Computer rechnen lässt, die ganzen Spiele. Das kostet dementsprechend natürlich, wer einen eigenen Rechner hat, kann auch den verwenden. Dazu braucht es aber, wie gesagt, eine starke Internetanbindung. Und ja, ansonsten ist das Ganze kostenfrei. Die Software benutzt nur die Parsec Master Server, um zwei Rechner zu verbinden, also ähnlich wie bei TeamViewer. Aber das Ganze ist um einiges schneller und auch flotter, was eben fürs Zocken benötigt wird. Und ja, im Grunde können die sogar als Client einen Raspberry Pi benutzen. Da gibt es sogar schon Tutorials, wie man das Ganze in RetroPie oder in dessen Gegenstück einbinden kann, dessen Name ich gerade vergessen habe. Und ja, ich zeige euch einfach hier ein bisschen Cuphead, was ja auch schon ein bisschen auf Schnelligkeit und Reflexe angewiesen ist und später auch ein bisschen Rocket League und Sonic Mania. Und ja, schaut einfach selbst. Eine weitere Besonderheit von Parsec ist zum Beispiel auch, dass ihr mehrere Freunde einladen könnt, die sich mit eurem Rechner verbinden können, und da Parsec auch in der Lage ist, den Xbox-Controller zu emulieren, könnt ihr zum Beispiel Spiele, die nur lokal im Mehrspieler spielbar sind, wie zum Beispiel, okay, da fällt mir nichts ein, aber zum Beispiel Multiplayer-Spiele, die man lokal auf einem Rechner zocken kann, kann man übers Internet jetzt gegeneinander zocken. Das bietet sich wunderbar zum Beispiel an, wenn ihr Emulatoren verwendet oder einfach ältere Spiele, die noch Splitscreen haben, oder wenn die Freunde einfach keinen so starken Rechner haben und trotzdem mal Rocket League oder irgendwas zocken wollen. Also eine ganz super Sache. Zu meiner Verteidigung sei aber auch gesagt, dass ihr das mit Freunden noch nicht ausprobieren könnt. Das ist Online-Mehrspieler-Gedöns. Da verlasse ich mich auf die Entwickler und ich bin mir sicher, da gibt es auch andere Videos, die das besser demonstrieren als ich mit meinem billigen Smartphone und in Anführungsstrichen billigen Smartphone und dieser schlechten Kameraeinstellung. Kurzer Schwenker, jetzt sind wir hier in Rocket League, wie ihr sehen könnt, und ja, ich spiele 1 gegen 1, einfach zur Demonstration, und ich spiele tatsächlich am 360-Controller wieder hier, weil Rocket League ist einfach ein Spiel, was für Controller gemacht ist, und wirklich, ich spiele das gestreamt von meinem Desktop hier auf dem billigen China-Tablet quasi ohne Verzögerung, ohne Probleme, übers WLAN, hier zu Hause 5 GHz Netz, keine Probleme.
Dafür, dass ihr im Hintergrund nichts hören könnt, verzeih übrigens. Es ist einfach ein Mikrofon von einem Telefon und dann noch vom Tablet aufzeichnen. Das ist nicht gerade optimal. Aber vielleicht lasse ich mir da mal was einfallen. Nur um das nochmal klarzustellen, vom Anfang wegen der Streaming-Software. Man kann von Windows aus streamen. Die Clients existieren jetzt bereits für Linux, für macOS und für Android. Und daran wird sie laut Entwickleraussage auch nichts ändern. Es ist allerdings neuerdings auch eine Umfrage im Umlauf gewesen, wo gefragt wurde, ob die Entwickler sie an einen Streaming-Server für Linux-PCs setzen sollen. Und ich kann nicht sagen, ob sie es machen, aber der Zuspruch war groß. Das Ding ist eher, rentierte sie für Entwickler und da waren diese sie selbst ziemlich unwohl oder unsicher bei, was ich auch absolut verstehen kann, weil es ist einfach mehr Wertaufwand, ein größerer Aufwand, der sie teilweise einfach nicht lohnt, wenn die meisten Leute eh Windows verwenden auf ihren Zocker-PCs. Falls ihr im Hintergrund übrigens was hört, was nicht den Klang eines Xbox 360-Controllers darstellt, sondern Geplappere, das ist Rocket Beans TV, was gerade auf meinem Fernseher die ganze Zeit lief und was ihr auch im Spiel an meiner schönen Flagge auf dem Auto sehen könnt. Ja, aber zum Schluss nochmal ein bisschen Sonic Mania. Ich denke, das ist ein ganz gutes Spiel, oder Sonic generell ist einfach ein tolles Spiel, um Differenzen und Delay, gerade Input-Delay, zu testen, weil wenn du bei Sonic Input-Delay hast, dann wirst du diesen blauen, schnellen Igel einfach nicht kontrollieren. Denn das Spiel kannst du dann in die Tonne kloppen. Deswegen ist Parsec und Sonic Mania eigentlich ein toller Test, finde ich. Aber seht selbst. Einzige, was mich jetzt genervt hat, aber das hat nichts mit Parsec an sich zu tun, sondern an dem Video-Editing, ist, dass das Video ein bisschen AV-Probleme hat beim Verarbeiten und Sonic Mania, der Abschnitt dann bisschen verrutscht ist. Ich muss das jetzt mit dem Video-Edit on off essen, damit es nicht zu merkwürdig rüberkommt. Aber tatsächlich spielt sie das Spiel selbst super per Parsec. Also da gibt es keine Probleme. Die Entwickler haben super Arbeit geleistet für diese junge Software und ich kann es nur empfehlen, dass ihr das auch mal ausprobiert, falls ihr Interesse an sowas habt. In dem Sinne, danke Parsec-Entwickler und danke jedem, der dieses Video sehr angesehen hat. Bis dann und tschüss.